Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play. Für dieses Mal habe ich mir das Spiel A New Beginning von Daedalic ausgesucht. Vielen von euch, denke ich mal, dürfte Daedalic ein Begriff sein. Und wenn nicht, dann dürften ihre Spiele ein Begriff sein, denn gerade im Adventure-Bereich hat Daedalic sich sehr, sehr hervorgetan und eine Reihe von wirklich genialen Spielen geliefert. Ich denke da jetzt an, also von dem, was ich schon gespielt habe, wäre da die Debonia-Trilogie. Da habe ich mich über jeden Teil gefreut. Da muss ich gestehen, habe ich von ihren Adventuren die anderen noch nicht gespielt, aber viele davon habe ich mir schon geholt. Und die warten nur darauf, gespielt zu werden. Und die, die ich noch nicht gekauft habe, werde ich mir definitiv auch noch holen, damit ich sie auch definitiv mal spielen kann. Und ja, New Beginning, wie gesagt, auch aus ihrer Spieleschmiede. Bei diesem Spiel geht es darum, dass die Welt in der Zukunft vor die Hunde geht, die Menschheit nicht mehr in der Lage ist zu überleben. Und eine kleine Gruppe von Leuten in die Vergangenheit geschickt wird, um, naja, die Fehler, die gemacht wurden, zu beheben. Bevor wir aber anfangen, möchte ich euch noch ganz kurz hier das Titel, das Hauptmenü und die Optionen zeigen, denn ich finde, die sind auch so schön umgesetzt, wie ich sie selten erlebt habe. Ich meine, wenn man hier den Untertitel ein- und ausschaltet. Ja, ich kann mir nicht helfen, aber ich finde es einfach wirklich sehr, sehr schön gemacht und hoffe, mit dieser Verliebtheit zum Detail ist das ganze Spiel gemacht. Wenn ja, dann kann ich nur sagen, wird das Spiel genauso genial sein wie die Bonia. Und ihr könnt auch schon raushören, ich habe das Spiel vorher noch nicht gespielt, das heißt, für mich ist es auch ein Blind Run. Und ich hoffe, ich werde mich bei den Rätseln nicht allzu doof anstellen. Ja, dann würde ich aber sagen, beginnen wir einfach mal direkt mit dem Spiel. Hast du die Uhr im Blick, Gefreiter? 300 Sekunden und kein Spielraum. Und vergiss nicht, schau niemals direkt in die Sonne. Bist du bereit? Was? Verdammt. Noch 280 Sekunden. Verdammt. Mein Messgerät scheint defekt zu sein. Nein, ich fürchte, es ist vollkommen in Ordnung. Nur noch 240 Sekunden. Wir haben gerade Nachricht von Antarktika, Machu Picchu und Ostozeanien erhalten. Die Messungen ihrer Windscouts stimmen mit den unseren überein. Wir rechnen mit einer Sonneneruption innerhalb der nächsten 2 Wochen. Vergleichbar mit der Oswald-Eruption von 2113. Wir wissen alle, dass das Erdmagnetfeld nicht mehr in der Lage ist, uns vor einer Eruption diesen Ausmaßes zu schützen. Unsere Zeit ist abgelaufen. Es ist noch nicht zu spät, Quaddy. Wir haben immer noch eine Chance. Was ist mit dem Phoenix-Plan? Wir könnten entkommen. Der Phoenix-Plan ist kein Evakuierungsplan, Hardy. Im Gegenteil. Doch Salvador hat recht. Eine Manipulation ist unsere letzte Chance. Wovon reden die? Ist die Sicherheit unserer Piloten inzwischen gewährleistet? Nigel, in 2 Wochen erwartet alles Leben auf der Erde der sichere Tod. Ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Es wird Zeit, dass wir endlich den letzten Schritt wagen. Den Schritt zurück. In die Vergangenheit. Thank you.
epische Musik so schnell aufgehört. Die war cool. Ich muss schon sagen, die Inszenierung dieses Intros hat mir sehr gut gefallen. Wenn das weiter so bleibt mit den Inszenierungen, dann weiß ich jetzt schon, dass ich das Spiel lieben werde. Ich glaube, ich muss die Musik ein wenig leiser drehen. Ah, verflucht. Nicht schon wieder. Ich hoffe, ich habe noch genügend Ersatzteile. Es hört einfach nicht auf, was? Dann wollen wir mal sehen, was mit dem Ding nicht stimmt. Okay, dieser... keine Ahnung. Bleistift... was auch immer... fragt, ob wir eine Einführung in die Steuerungsmodalitäten wünschen. Kurz Modalitäten, ich komme vor wie auf der Uni. Gut. Was bist du? Eine Füllfeder vielleicht? Gut, bewegen Sie den Mauszeiger auf die Klappe der roten Maschine und halten Sie die linke Maustaste gedrückt. Warten Sie erst, bis die Steuerungsmünze eingerastet ist, bewegen Sie dann die Maus nach rechts oben zum Befehl öffnen und lassen Sie erst dann den Mauszeiger wieder los. Ah ja. Was sagt das? Sagt auf die Klappe. Eine interessante Steuerung. Die ist zu. Auf diese Weise lassen sich Objekte auch näher betrachten. Sehen Sie sich doch den Motor mal genauer an, indem Sie diesmal das Verb ansehen auswählen. Aha! Da haben wir ja das Problem. Der Keilriemen ist gerissen. Wo finde ich denn jetzt einen Ersatz? Mit Ihrem neu erlangten Wissen sollte es Ihnen nun ein leichtes sein, den gerissenen Keilriemen zu entfernen. Natürlich. Vielleicht lässt er sich noch reparieren. Sie tragen den Keilriemen nun bei sich. Drücken Sie kurz die rechte Maustaste, um Ihr Inventar zu öffnen oder zu schließen. Versuchen Sie nun, den Keilriemen im Inventar über die Steuerungsmünze zu verknoten. Okay. Naja, ein Versuch ist es ja wert. Drücken Sie nun mit der linken Maustaste kurz auf den Riemen im Inventar, um ihn auf Ihren Mauszeiger zu legen. Yep. Zeigen Sie anschließend mit dem Objekt auf die Laufräder des Motors und klicken Sie ein weiteres Mal. Ob das hält? Um zu überprüfen, ob die Reparatur von Erfolg gekrönt war, aktivieren Sie nun den Fogger. Das ist dann wirklich sehr. Das war's. Der Riemen ist wieder gerissen. Es führt wohl kein Weg dran vorbei. Ich brauche einen Ersatz. Das wundert mich jetzt nicht bei dieser wirklich professorischen Reparatur. Finden Sie nun einen Weg, den Fogger richtig zu reparieren. Jedoch nicht hier und auch nicht ohne mich. Legen Sie Ihre Mauszeiger über die Treppe zu Ihrer Rechten und klicken Sie einmal kurz und lassen Sie das Abenteuer beginnen. Gut, ich werde aber zuerst in Optionen noch ein paar Änderungen vornehmen, denn wie mir aufgefallen ist, ist die Musik eine Spur zu laut. Und die Sprache für mich eine Spur. Unsinn. Blödsinn. Spur. Mumpitz. Passt. Perfekt. So. Na dann. Schauen wir uns mal um, hätte ich gesagt. Haben wir eine Taste um... Ah, mit der Leertaste, wenn wir sie gedrückt lassen, werden uns Hotspots angezeigt, wo wir was... oder wo wir Interaktionsmöglichkeiten haben. Finde ich schon mal schön und brauchen wir nicht alles blindlings abzutasten und abzuklicken. Nein, die Angel ist nicht die Lösung meiner Probleme.
Auch wenn Dr. Angus etwas anderes behauptet. Manche Leute würden halt das Gegenteil behaupten. Vor allem alteingesessene Adventure-Fans der ersten Stunde, so wie ich zum Teil bin, oder zumindest spiele ich schon so lange Adventure, die würden sagen, nein, man muss alles per Hand absuchen, aber das finde ich doch ein wenig zu übertrieben. Früher sind wir jeden Sommer hergefahren. Meta hatte die Hoffnung, dass wir hier zusammen alt werden. Von diesem Traum ist nicht mehr viel übrig geblieben. Nur noch das Haus und ich. Oh, das klingt nicht schön. Aber dann machen wir uns ein bisschen sauber und räumen in den Müll weg, wer daher. Das kann es ja nicht sein. Früher hätte ich das noch gemacht. Aber spätestens in einer Woche sieht es hier wieder genauso aus. Die reinste Sisyphos-Arbeit. Ach ja, wir werden gleich die Flinte ins Korn werfen. Häuser, wir sind Häuser. Ich habe schon alles versucht. Aber ich kann mit diesem Ding einfach nichts anfangen. Das Boot hat auch schon einiges abgekriegt. Aber noch schwimmt es. Muss ja. Mhm. Tja, die ist abgeschlossen. Der Plan war wohl, alles hinter mir zu lassen. Ich hatte an dem Tag so viel getrunken, dass ich nicht einmal mehr weiß, wo ich den Schlüssel versteckt habe. Ja, wunderbar. So kann man sich selbst beschäftigen. Man betrinkt sich, sperrt etwas ab und versteckt den Schlüssel in seinem Haus. Der Klassiker. Was ich noch nie gemacht habe, übrigens. Oh, hier haben wir wieder jede Menge zu tun. Schließe mal die Türe. Und schalte den Fernseher ein. Chaos auf den Straßen von Oslo. Heute Vormittag um 11 stürmten gewaltbereite Demonstranten die Europazentrale der Internationalen Energieaufsichtsbehörde. Damit protestierten sie gegen die geplante Lizenzverlängerung von insgesamt 7 Kraftwerken des umstrittenen Energiekonzerns Indus Industries. Im Zuge der Belagerung gelang es einigen militanten Autonomen, sogar Geiseln zu nehmen. Dazu ein Sprecher der Behörde. Wir waren von Anfang an offen für einen friedfertigen Dialog. Aber die momentane Lage zwingt uns leider dazu, hart durchzugreifen. Die Aktivisten müssen einsehen, dass sie mit ihren illegalen, extremistischen Aktionen keine politischen Entscheidungen erzwingen können. Wenn diese Aktion überhaupt einen Einfluss auf das Urteil hat, dann einen gegenteiligen. Während die ersten Verletzten abtransportiert werden, bereitet sich die Polizei auf eine lange Nacht vor. Eine der längsten Nächte im sonst so friedlichen. Und so dreht sich die Welt auch ohne mich weiter. Das klingt aber überhaupt nicht gut, was da so los ist. Ich bin doch kein Schraubenzieher. Wege aus dem Workaholismus von Gunnar Larsson. Ich weiß nicht. Ein Schraubenzieher hat wenigstens einen Nutzen. So kann man es auch sehen. Ich mache später Pause, wenn der Fogger repariert ist. Unser Sonnenurlaub in Italien. Meta strahlt wie eh und je. Ich habe wahrscheinlich wieder nur die Rettung der Welt im Kopf. Ob wir glücklich geworden wären, wenn mir die Zukunft des Planeten egal gewesen wäre? Ja, hübsch. Selbst in Italien war ich in Gedanken bei der Algenforschung. Ich sehe es an meinen Augen. Es tut mir leid, Meta. Am Ende habe ich uns beide geopfert. Für eine Vision, die niemanden mehr interessiert. Mhm. Meta, das ist ja mal ein interessanter Name. Obwohl, die Frage ist, wo spielen wir in welchem Land? Vielleicht ist das dort ein ganz gewöhnlicher Name. Mein Team. Auf der Atlas 11. Wir dachten wirklich, die Zukunft der Welt ruhe auf unseren Schultern. Die stehen stellvertretend für das restliche Personal. Inzwischen ist das Team so groß geworden, dass weder ich noch Barney wissen, wer eigentlich alles für uns arbeitet. Ich meine, für ihn arbeitet. Offensichtlich kein Presseshooting. Sonst würde Barney hier ganz anders aussehen. Nämlich? Mach dir keine Sorgen, Lissa. Ich komme schon irgendwie zurecht. Ich sehe müde aus, aber auch glücklich. Jetzt guck mal nicht so, Junge. Du darfst jetzt all die Sachen machen, die deinem Vater verboten wurden. Du bekommst das schon hin. Okay, das könnte sein Sohn sein, so vom Außen her. Geschätzt. Hm? Was ist das?
Da steckt doch was hinter dem Bild. Nicht sagen, dass er den Schlüssel versteckt hat. Das sieht mir doch verdächtig nach. Na, sieh mal einer an. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, ihn hier versteckt zu haben. War ich denn wirklich so betrunken? Also das ist ein kreatives Versteck, muss ich sagen. Das muss ich mal merken. Oh, die Flaschen sind ja immer noch da. Wer sollte sie auch wegbringen? Darin ist nur das Notwendigste. Ein trauriger Anblick. Ich räume das morgen weg. Kenne ich irgendwer die Einstellung. Geht mir auch ab und an so. Das sollte ich mal machen. Aber nicht heute. Mein Bett. Anfangs habe ich noch versucht, in Metas und meinem alten Bett zu schlafen. Dann bin ich aber nach unten in Duviskoje umgezogen. Mein Sohn kümmert sich um mein Lebenswerk und ich schlafe in seinem Kinderbett. Okay, also es ist wahrscheinlich wirklich sein Sohn, den wir auf dem Bild gesehen haben. Ja, und da ist anscheinend jemand nicht ganz in der Lage, mit der Vergangenheit abzuschließen. Aber gut, jetzt können wir hier unten die Türe öffnen. Hilfe des gefundenen Schlüssels und finden hier unten. Mann, wie lange war ich hier unten nicht mehr drin? Ersatz. Dann wollen wir mal sehen. Ein kleines Heimlabor. Hey, eine Spinne. Hey, da war ein Schraubenzieher drin. Dich nehme ich doch mal mit. Ja, wie wir vorhin schon gemerkt haben oder gesagt haben, ist der praktisch. Da ist nichts mehr drin, was ich brauchen könnte. Die Symbolik ist beunruhigend, aber bis in alle Ewigkeit 5 vor 12 ist immer noch besser als irgendwann 5 nach 12. Das ist richtig, aber wenn du... ich nehme mal an, wir sind jetzt in der Vergangenheit und da kann ich ruhig sagen, wenn du wüsstest, wie sehr es für die Erde gerade 5 vor 12 ist, zumindest in der Zukunft. Studien zur Photosynthese, Baupläne für Gewächshäuser, chemische Daten, ich kenne sie alle auswendig. Die Versuchung ist groß. Aber ich habe Barney und Dr. Angust versprochen, meinen Ruhestand zu genießen. Haha, genießen, klar. Klingt aber jemand ziemlich verbittert, zynisch und so weiter. Na gut. Es ist viel zu dunkel, um etwas zu erkennen. Wo war noch mal der Lichtschalter? Ach, hier haben wir natürlich das Ganze ausgeschalten. Ah, Duves Fahrrad, das alte Ding. Wie wir damit zusammen den Fjord runtergefahren sind, die Küste entlang, runter zum Meer. Die Atlas wurde damals gerade umgebaut. Und während ich auf meine neuen Aufgaben wartete, hatte ich alle Zeit, um dem Jungen ein guter Vater zu sein. Schon komisch, wie sich alles verändert. Okay. 4 Uhr, das ist nun ungefähr Hinweis, wo wir uns befinden. Das ist so gegen Norwegen herum, nehme ich mal an. Nicht ohne das entsprechende Werkzeug. Ah, wie wird die Adler... Und während... Schon kommen. Nicht ohne das entsprechende Werkzeug. Ernsthaft, man kann einen Schlauch ohne was abziehen, wenn man es richtig macht. Egal. Der Schraubenzieher aus meinem Keller. Seltsam. Der Anblick von Werkzeug beruhigt mich irgendwie. Gut, dann verwenden wir den Schraubenzieher dafür. Mal sehen. Hallo? Mist. Ja?
Ben Svensson? Das ist mein Name. Warten Sie, ich komm schon. Na, dann erzählen Sie mal. Was schleichen Sie hier rum? Sie haben mich ganz schön erschreckt. Das wollte ich nicht. Bist du Ben Svensson? Ja, schon, aber... Netter Aufzug. Kommen Sie vom Militär? Nein, ich bin von einer anderen Organisation. Worum geht's denn? Ich brauche deine Hilfe. Dann sind Sie hier falsch. Ich bin im Ruhestand. Es ist aber sehr, sehr wichtig. Es steht viel auf dem Spiel. Ja, gut. Aber lassen Sie mich zuerst meine Arbeit beenden. Ich lasse nur ungern Sachen unerledigt. Ist das etwa Ihr Hubschrauber da drüben? Er gehört einem Freund, glaube ich. Glaubst du? Okay. Sie glaubt es, dass er einem Freund gehört. Kennen wir uns? Ich kenne deine Arbeit. Das ist auch der Grund, warum ich dringend mit dir sprechen muss. Nichts ist so dringend, als dass man sich nicht vorher anmelden könnte. Warten Sie bitte einen Augenblick, ich bin beschäftigt. Aber... Je schneller Sie mich an die Arbeit lassen, umso schneller habe ich Zeit für Sie. Na gut, dann lassen wir die Dame mal stehen. Und widmen uns dem Fogger. Weg damit. Und wir setzen den Fahrradschlauch hin. Mist, zu lang. Vielleicht, wenn ich den Schraubenzieher irgendwo festmachen könnte. Selbst wenn der Schraubenzieher in Ordnung wäre. Das Gewinde ist im Eimer. Ich wüsste nicht, wo ich ansetzen sollte. Die Schraube ist zu klein, als dass ich den Schlauch da rumlegen könnte. Und außerdem würde das doch ziemlich abscheuern. Das Gewinde ist im Eimer. Ah, das Gewinde von der Schraube, verstehe. Die ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Weg damit. Gut, deswegen entfernen wir sie. Stecken den kaputten Schraubenzieher rein. Passt. Sehr schön. Und können... Nichts als Quacksalberei. Und können jetzt das so einsetzen. Passt. Perfekt. Dann starten wir ihn mal. Mal schauen, ob die Konstruktion wirklich funktioniert. Was ist denn jetzt? Eines der Laufräder scheint zu blockieren. Das erklärt auch, warum der alte Riemen gerissen ist. Klettern wir mal auf den Baum. Das hilft sicher. Das macht mein Rücken nie im Leben mit. Ich drehe mich im Kreis, womit ich dem Keilriemen eines voraus hätte. Er frisst die Schädlinge im Holz. Leider nicht schnell genug. Gut, dann schauen wir uns den Motor nochmal an. Ah, gut, das sind die Laufräder. Scheint in Ordnung zu sein. Es scheint zu klemmen. Das erklärt auch den kaputten Riemen. Gut. Und wie bekommen wir es jetzt zum Laufen? Es scheint zu... Das er... Müssen wir unsere Konstruktion nochmal auseinandernehmen? Ich wüsste nicht, wo ich ansetzen sollte. Mhm. Vielleicht habe ich im Keller etwas, um das Ding zu reparieren. Gut, dann schauen wir eben nochmal in den Keller runter. Gut, Doppelklick lässt uns schneller laufen. So, da la. Schauen wir uns nochmal um. Wie viele Sommernächte ich hier unten saß und auf Algenzellen gestarrt habe.
Habe ich wirklich mal geglaubt, ich könnte die Welt verändern? Die Symbolik ist aber bis in... wie passend. Sie ist um kurz vor 12 stehen geblieben. Als Meta gesehen hat, dass ich meine Akten mit in den Urlaub nehme, hat sie nur gelacht und gesagt, solange mein Büro zu Hause ist, kann ich wenigstens keine Affäre mit meiner Sekretärin anfangen. Vielleicht wäre es besser gewesen, sie hätte mich mal angeschrien, anstatt mich immer bei allem zu unterstützen. Da ist nichts mehr drin, was ich brauchen könnte. Ah, wie wir damit zusammen... Die Atlas. Und während ich... Schon komisch. Den kleinen Schuppen habe ich für Duwe und Meta gebaut. So waren mir ihre Sachen beim Arbeiten nicht im Weg. Das gehört heutzutage leider dazu, wenn man so nah am Wasser lebt. Sie sieht verstört aus. Außerdem trägt sie diese merkwürdige Uniform. Wer ist sie? Was will sie von mir? Warten Sie bitte. Aber... Je schneller... Gut. Was auch immer da drin sein sollte, es geht mich nichts an. Ach, dabei wollte ich gerade den Hubschrauber plündern. Werkzeug zu suchen. Schauen wir mal, ob wir die Angel jetzt nehmen können. Nein. Die auch wenn Doc. Gut. Starten wir ihn einfach mal so. Ohne neuen Riemen wird das nichts. Es scheint zu klemmen. Das erklärt auch den kaputten Riemen. Verdammt, nein. Nicht verlassen. Weiterspielen. Ich wüsste nicht, wo ich ansetzen sollte. Passt. Na gut, probieren wir es halt nochmal. Ich glaube nicht, dass das jetzt geholfen hat. Mein Fogger. Jetzt? Eines der Laufräder scheint zu blockieren. Das erklärt auch, warum der alte Riemen gerissen ist. Ein trauriger Anblick. Das ist ja total verrostet. So, das müsste funktionieren. Gut, jetzt sollte er laufen. So, jetzt aber. Ah, verdammt! Jemand muss die Klappe festhalten, sonst springt der blöde Schraubenzieher wieder raus.
Gut, dafür werden wir mal unsere Gast fragen, ob sie uns dabei unterstützen könnte, würde, wie auch immer. Das werden wir aber dann im nächsten Teil machen. Ich hoffe, ihr seid dabei und es hat euch dieses Anspielen gefallen. Mir hat es auf alle Fälle gefallen und ich werde das Spiel auf jeden Fall fertig spielen. Aber gut, dann wünsche ich euch alles Gute und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei.